Willkommen in der ziemlich frischen, windigen und feuchten Toskana. 7 Grad und Nieselregen, alles andere als ideale Bedingungen. Aber für die beiden automobilen Alleskönner hier ist es natürlich gar nicht so schlecht. Hier rechts der Urvater aller Hybrid-SUVs, der Lexus RX 450h. Er hat bewiesen, dass es funktionieren kann, dass man solche großen Autos auch politisch korrekt bewegen kann. Sein jüngster Herausforderer hier drüben, der VW Touareg Hybrid. Und er soll beweisen, dass er es mindestens genauso gut kann. Welcher von den beiden ist der politisch korrektere? Bevor wir uns intensiv dem Hybrid-Zweikampf widmen, erst einmal mehr zum neuen Touareg. Stichwort Downsizing. Der Wolfsburger Alleskönner hat zunächst mal gewaltig abgenommen. So um die 200 Kilo weniger Hüftspeck bringt er mit. Das war fällig. Der Vorgänger gehörte doch zu den Schwergewichten. Die Diät macht sich dann auch im Erscheinungsbild bemerkbar. Leichter und filigraner wirkt der neue, ohne ein kleines Auto geworden zu sein. Der Abstand zum Tiguan bleibt gewahrt, auch wenn sie optisch näher zusammenrücken. Das VW-Familiengesicht ziert ab sofort auch den Touareg. Sinn der Neugestaltung: die Imagekrise beenden. Große, schwere SUVs sind teure Säufer, die nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Dieses Vorurteil soll der neue Touareg widerlegen. Die logischen Mittel zum Zweck: Verbrauch und Emissionen senken. Neben der Gewichtseinsparung erfolgt das vor allem durch neue Motoren. W12 Benziner und V10 TDI sind rausgeflogen. Als reines Benzinaggregat gibt's maximal noch den Sechszylinder mit 3,6 Litern und 280 PS. Achtzylinder hat nur noch der große Diesel mit 4,2 Liter Hubraum und 380 PS. Der macht auf der Straße dann auch am meisten Spaß. 800 Newtonmeter Drehmoment können sehr überzeugend sein. Mit 9,1 Liter Diesel auf 100 Kilometer ist sogar der Verbrauch noch akzeptabel. Der mit Abstand meistverkaufte Motor dürfte aber der 3 Liter V6 TDI mit 240 PS werden. Unter Volllast klingt er zwar ein bisschen knurrig, aber auch 550 Newtonmeter Drehmoment reichen aus, um dynamisch und sportlich unterwegs zu sein. Das Umweltgewissen darf beruhigt sein. Nach EU-Norm 7,4 Liter. SUV-Fans können aufatmen, auch wenn es in der Praxis, wie gewohnt, etwas mehr werden dürfte. Für alle, die es mit der Umwelt noch ein bisschen ernster nehmen, hat VW ab sofort einen echten Vollhybrid im Angebot. Basis ist ein V6 Benziner mit Kompressor, der aus 3 Litern Hubraum 333 PS holt. Dazu kommt ein E-Motor mit 52 PS. Gesamtleistung maximal 379 PS und 580 Newtonmeter Drehmoment. Damit sprintet der Hybrid in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 und schafft Tempo 240. Reiner Elektroantrieb klappt bis Tempo 50. Offizieller EU-Verbrauch 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Im Visier des Touareg Hybrid ganz klar der SUV-Hybrid-Pionier, der Lexus RX 450h. Der Japaner, wie der Touareg ein Vollhybrid, wird auch von einem V6 Benziner mit 249 PS angetrieben. Unterstützung bekommt der aber von gleich zwei E-Motoren. Der vordere hat 167 PS, der hintere 68. Insgesamt ergibt das eine Systemleistung von bis zu 299 PS. Den Spurt auf 100 schafft der RX damit in 7,8 Sekunden. Topspeed 200 km/h. Dabei verbraucht der Lexus nach EU-Norm nur beeindruckende 6,3 Liter Sprit. Bei unseren ersten Testfahrten in der Toskana haben übrigens beide Autos die Verbrauchsangaben deutlich verfehlt. Der Lexus hatte gut 10 Liter auf der Uhr, der Touareg sogar über 11.